Yo Leute, Double Peace und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, gute Laune ist am Start, also heute ist auf jeden Fall der Tag der Abreise. Ich war gestern ein bisschen sentimental, ist halt aber abends so, da denkt man immer ein bisschen mehr nach. Aber ich wollte gerade mein Auto zurückbringen, was ich ja hier gemietet habe, und er hat gesagt, ich darf den, weil die zwei Stellen haben, die haben einmal eine Stelle in der Stadt und einmal am Flughafen, und ich darf das Auto bis ich fliege behalten. Das ist natürlich meine absolute Ehrenaktion. Nur zur Info. Das ist schlecht. Achso, ich filme immer noch. Ja, ich filme heute auf jeden Fall, wie ich nach Hause fahre. Also in dem Video seht ihr, wie ich von Portugal nach Deutschland fliege und wieder home bin. Ja, jetzt kommt der traurige Moment des Abschieds. Ich verlasse die Wohnung. Ich habe das mit Unge abgesprochen, dass ich so einige Sachen hier lasse, die ich leider nicht mitnehmen kann. Unter anderem auch, was mir weh tut. Mein Monitor, den ich mir geholt habe, hat ungefähr 200 Euro gekostet. Kann ich leider nicht mitnehmen und kann ich mir auch nicht liefern lassen, weil der geht auf dem Weg 100% kaputt. Weil der ist dafür viel zu empfindlich. Tastatur, Föhn, hier so ein Lüfter, eine Tastatur, Tastatur, wer kennt's nicht? Tastatur. Maus, das lasse ich hier, das kann er dann irgendwie, halt vielleicht Leuten geben, die hier sind und irgendwas brauchen oder irgendwas vergessen haben, das macht sich dann ganz gut. Das haben wir so abgesprochen. Ich habe das jetzt so weit wie möglich alles auf Vordermann gebracht hier. Sieht alles normal aus und das ist schon ein komisches Gefühl. Ich meine, ich habe jetzt hier 4 Monate gewohnt und ich weiß jetzt, ich werde die Tür hinter mir schließen und ich werde in diesen Räumlichkeiten hier nie wieder sein in meinem Leben. Also hier ganz bestimmt nicht mehr, weil nach mir werden hier Leute einziehen und das sind hier alles feste Wohnungen. Also die kauft man und dann gehören die ein. Weißt du, was ich meine? Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich hier jemals nochmal komme. Und das ist schon die schönste Wohnung gewesen, in der ich jemals gewohnt habe. Auch die reine Moderne, auch die ganzen Küchengeräte, die alle krass sind. Ach man. Ich werde jetzt noch ein allerletztes Mal die Aussicht genießen. Mit euch zusammen. So sieht das Ganze aus. Ja, und heute Abend bin ich schon in Lissabon. Deswegen, Alter, trauriger Moment, wirklich. Ist ja schon zu Hause geworden hier. Naja, muss man durch. Das Leben geht weiter auf jeden Fall. Puh, so sieht das Ganze aus. Das, was ich, bleib auf. Das Ganze, was ich in 4 Monaten angesammelt habe, habe ich hier gerade überall. Und der Rucksack, du sollst aufbleiben. Meine ganze Technik ist alles hier drin. Hier wiegt 20 Kilo. Reicht jetzt. Naja, ich mache jetzt mal aus, weil die Tür hört nicht auf zu nerven. Ja, jetzt habe ich Wohnungsschlüssel und Garagenschlüssel gerade bei Simon in den Briefkasten geschmissen. Ja, jetzt war es das. Jetzt habe ich keinen Zutritt mehr zur Wohnung. Ist das ein komisches Gefühl, oder? Erst so selbstverständlich und jetzt gehört es mir nicht mehr. Also es hat mir davor auch nicht gehört, es hat Simon gehört, aber wisst ihr, was ich meine? Jetzt habe ich keinen Zugang mehr dazu. Komisches Gefühl. Jetzt gebe ich das Auto ab. Noch habe ich den Schlüssel vorne am Checkpoint, werde ich jetzt gleich den Schlüssel einwerfen. Das war das letzte Mal, dass ich dieses wunderschöne Auto sehen werde, welches mich 2 Monate lang begleitet hat. Mit 300 Kilometer habe ich dieses Auto bekommen. Das ist ein Mietwagen, mit 300 Kilometer habe ich den bekommen. Ich habe den komplett eingefahren, der ist jetzt bei 3400 Kilometer. Das ist eigentlich mein Schatzi. Ist das kein, ich finde es jetzt nicht wirklich sehr ansprechend, also vom Interieur ist das schon schön, das Auto. Aber rein von der Qualität her spricht es mich nicht so an, aber trotzdem war ich 2 Monate mit diesem Auto unterwegs. Das ist gerade ein sehr emotionaler Moment für mich, muss ich tatsächlich sagen. Naja, ich wünsche dir alles Gute auf deiner Mietwagenreise, die du noch vor dir hast. Ich hoffe, du wirst gut behandelt. Oh Mann, da kommt mir gleich eine Träne. Ich liebe Autos einfach. Naja, bringen wir den Schlüssel mal weg. Ich sitze jetzt hier am Flughafen, wollte gerade so verzweifelt versuchen reinzugehen, habe so vor der Lichtschranke so gemacht. Und mich haben die ganze Zeit Portugiesen von der Seite angesprochen. Ich habe nicht verstanden, was sie wollten. Hab ich denen so signalisiert, dass ich die nicht verstehe? Und dann sagen sie, it's closed. Junge, ich versuche da wie so ein Idiot reinzukommen, ist der Flughafen einfach noch zu. Weil hier passiert ja nichts anderes. Ich glaube, der einzige Flug heute, der fliegt. Hier stehen irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so stehen 8 Leute und das ist alles am Flughafen. Das ist so krass. Ja. Jetzt langsam kommen die Leute hier an und die holen sich alle für einen Koffer, die sich diese Wagenschieber. Am Flughafen gibt es so Dinger, wenn einem der Koffer selbst so schwer ist, dann holt man sich so Wagenschieber. Nehmen hier alle so kleine Koffer und packen da und holen sich so Wagenschieber und packen da den Koffer rauf. Ich raff das nicht. Ich hab die jetzt hier nicht mal 10 Meter das Ding tragen können. Meine Güte. Und die kriegt ihr nicht von irgendwelchen 80-Jährigen. Sondern in der Blüte ihres Lebens stehende. So, ich bin jetzt im Flughafen, im ersten Stock, wo keine Sau ist. Ich habe jetzt gerade meinen Schlüssel zurückgebracht. Das hier ist mein Ticket scheinbar. Keine Ahnung. Ich muss jetzt zu
Wo muss ich jetzt hin? Hier steht kein Gate. Oh nein, die hat mir das gesagt und ich dachte, das steht hier eh drauf. Oh oh, naja, das ist eh nur ein Flug, also juckt nicht. Ich musste gerade meinen ganzen Technik-Rucksack auspacken. Alles, weil der durch die Sicherheitskontrolle, die dachten, dass da irgendwas drin sind. Irgendwelche Kabel für Bomben oder so. Oh wow. So, eben noch ein schönes Schokocroissant gegönnt und jetzt geht's gleich los. In knapp einer Stunde ist Boarding. Und dann verlasse ich nach 4 Monaten das erste Mal. Oh ja, hier ist noch Schokolade. Fällt mir jetzt auf, nach 10 Minuten, alle gucken mich an. Verlasse ich nach knapp 4 Monaten das erste Mal wieder die Insel. Ich bin echt gespannt, wie sich Deutschland jetzt anfühlt, nachdem ich 4 Monate lang im Ausland war. Ich bin echt gespannt, wirklich. Wirklich, ich bin aufgeregt. Ich mache jetzt aus. Alter, da ist so ein Auto, das macht so ganz laute Tiergeräusche, damit die Möwen von hier verscheucht werden, damit die Möwen nicht in die Flugzeugtriebwerke reinfliegen. What the fuck, das hat die ganze Zeit Möwengeräusche gemacht, das Auto. Da, hört ihr's? Alter, für diesen Moment stand ich 30 Minuten draußen. Ehrenmänner, sie haben es geschafft. Alter, ist das ein kleines Flugzeug, oder? Das ist ja nichts. Oder ist das ein großes Flugzeug? Bin ich gerade blöd? Sie haben es geschafft, auf einen der schwersten Flughäfen der Welt zu landen. Und jetzt ins Wasserfall. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet und endlich. Es ist in greifbarer Nähe. Es ist trotzdem ein kleines Flugzeug. Es ist ein großes. Also ich stehe jetzt hier ganz normal in der Schlange an. Ich weiß nicht, warum ich 950 Euro für meinen scheiß Flug zahle und Premium und Economy einfach zusammengelegt wurden. Ey, ich will doch wenigstens irgendeinen Vorteil haben, dass ich hier nicht so ewig anstehen muss. Mein Gott. Also ich stehe jetzt hier schon 20 Minuten zwischen ganz vielen Leuten. Hier sind bestimmt 100 Leute in dem Saal und ich kriege kaum noch Luft hier drunter. Das nervt mich. Ich schwitze, obwohl ich nichts mache und ich atme die ganze Zeit meinen eigenen Atem ein. Und das merke ich. Ich fühle mich irgendwie leicht benebelt. Ich habe so Respekt vor Leuten, die den ganzen Tag damit arbeiten müssen, Alter. Aber vielleicht habe ich auch nicht so eine gute Maske, die so gut luftdurchlässig ist. Hier ist erstmal Schokolade rangekommen, sieht auch sehr schön aus. Es geht los, ab in den Flieger. Mann, ey, dieser Moment, er ist atemberaubend. Okay, Leute, das ist wirklich mal ein Premium-Sitz. Also das ist ja, also für ein Flugzeug ist das ja mal überkrass. Guck mal, wie viel Platz ich hier habe. Mit dem Knie komme ich nirgendwo ran. Corona-Zeit erlaubt wahrscheinlich auch nicht, dass jemand neben mir sitzen kann. Hoffentlich, mal gucken. Aber das ist ja krass, ich kann hier richtig ausstrecken. Und auf Premium-Qualität. Das ganze Ding wackelt, seht ihr das? Ja, wird schon durchhalten. Genau. Ja, ist ja klar. Also ich habe doch ein bisschen Glück gehabt. Ich bin alleine. Viele andere sitzen zu zweit. Also das ist mein... Schön. Kann ich was hinlegen. Ach schön, jetzt sieht man Madeira gar nicht mehr richtig. Ja, das ist jetzt der Moment, wo ich abheben werde. Also nicht, weil ich irgendwie Abos im Internet habe, sondern weil ich in einem Flugzeug fliege. Sitze. Ja. Es war eine schöne Zeit mit dir, aber jetzt haue ich wieder ab. Och Mann, dieser Blick. Ich werde es vermissen. Jetzt geht's gleich los. Guck mal, jetzt hört ihr das? So fängt mein Flugzeug an. Jetzt baut er richtig Druck auf und fliegt jetzt richtig schnell los gleich. Jetzt, guck, jetzt gibt er Vollgas. Gleich heben wir ab. Ich glaube, ich nehme das einfach mit euch auf, damit ihr das mal seht. Aber es kann auch sein, dass wir einfach ins Wasser fallen. Dann seht ihr halt, wie wir ertrinken. Mann, Alter, ich vermisse es jetzt schon. Und wir... Oh, Alter, wackelt das rum. Und wir sind in der Luft. Ja. Ach, Mann. Tschüss, Insel. Werbung
Werbung genervt. Was ist denn das hier für eine Firma? Protect Yourself and Others. Das ist dann wieder so eine Abzieher-Firma. Die steht dann vorne an den Türen und die Großmütter werden abgezogen. Radio Call, ja. Komm, erzählt mir nichts. So Leute, jetzt wird es langsam dunkel. Das sieht auch ganz cool aus. Das sieht zwar alles irgendwie so ein bisschen vernebelt aus, aber das hat auch was, oder? Und dieses charakteristische Blinken, was man oben immer sieht, wenn man auf Flugzeuge hochkommt und hin. Hallo, blink doch mal. Ehrenmann. Hier ist das mal Festland. Ich kann jetzt nicht so rübergehen. Doch, kann ich. Ich habe seit 4 Monaten kein Festland mehr gesehen, sondern nur die Insel. Sieht echt schön aus. Reihe an Reihe stehen. What the fuck? Leute, ich bin der allererste aus dem Flugzeug draußen. Keiner ist vor mir. Lol. Ja, bringt mir letztendlich auch nichts. So, jetzt muss ich erstmal die Orientierung finden, wo das Hotel ist, wo ich heute Nacht hoffentlich nächtigen kann. Ansonsten schlafe ich einfach am Flughafen, juckt mich nicht, die 18 Stunden. Ich muss euch gestehen, dass ich mir momentan ein bisschen Sorgen um mein Abendessen mache, weil ich nicht weiß, wie das hier aussieht, also ob das hier auch alles so cool ist. Mal kicken, gibt es hier irgendwelche Automaten, irgendwas, wo man irgendwas bekommt? Ah, hier vorne sehe ich schon. Sehr gut, okay, hat sich geregelt, ein Red Bull. Ja, jetzt bin ich draußen. Da hinten ist das Hotel, wo ich hoffentlich gleich hinkomme. Hier stehen die ganzen Taxen, das ist hier... Ich habe das noch gar nicht gesehen, wie leer das jetzt auf dem Festland ist. So, auf der Insel war das ja normal zu sehen, aber jetzt bin ich ja wieder auf dem Festland. Ich kann die Scheiße erstmal wieder abnehmen. Kein Bock mehr. Ich habe das jetzt 2 Stunden lang getragen und meine Ohren tun so weh. So, ich habe das Gefühl, wenn du das 8 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche trägst, dann ziehen sie sich deine Ohren nach vorne. Irgendwann hast du deine Ohren hier vorne an der Backe so verwachsen, weil dein Körper denkt, das ist das Richtige. Oh Gott, ich glaube, ich laufe hier total falsch gerade. Junge, ich bin ja einfach in so Kreisverkehr reingelaufen. gar nicht so lustig. Wo bin ich denn? So, das ist mein Endgegner für die Nacht. Das letzte Mal war ich ja da zu meinem Roadtrip mit Jan und ich habe ein Hotelzimmer gehabt, wo die Klospülung die ganze Nacht durchgespült hat. Also die hat irgendwie keinen richtigen Punkt mehr gehabt zum Halten und hat die ganze Zeit ins Überlaufloch reingespült. Und ich habe die ganze Zeit diese Klospülungsgeräusche gehört, dieses... Erstmal gucken, ob ich hier heute überhaupt ein Zimmer bekomme, weil sonst ja, bin ich heute obdachlos. Sammel ich ein bisschen Geld und dann weiß ich auch mal, wie es ist. Ich bin jetzt hier im Hotel angekommen. Ich habe jetzt 121 Euro bezahlt für die Nacht. Bin jetzt hier im Restaurant. Ich darf hier sogar richtig drin sitzen, also vom Hotel eigenen. Und die Küche hat eigentlich schon zu, aber ich habe jetzt noch Essen bestellt, weil ich unglaublich Hunger habe. Und die Küche ist offen und die gucken mich böse an. Gott sei Dank verstehe ich die Sprache nicht. Jetzt wird sich hier erstmal einen schönen Salat gegönnt. Schön mit Hühnchen und halt Salat. Und jetzt kommt gleich noch irgendwas, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe einfach nur Hunger und esse alles gerade. Ey, das habe ich noch nie gesehen. Ich bin jetzt hier im Hotel und die ganzen Zimmer haben keine Raumnummern. Die haben alle keine Raumnummern. Wie soll ich denn jetzt mein Zimmer finden? Hä? Oh, da sind welche, die scheinbar was gefunden zu haben. Die Raumnummern waren auf dem Boden. So, hier mal ganz kurz eine Roomtour, eine tatsächlich besondere Roomtour. Also sieht wie ein ganz normales Zimmer aus, du denkst dir nichts Besonderes dabei. Hier der Ausblick, der geht auch klar. So, mein Autofahrerherz schlägt natürlich höher, wenn ich hier das sehe, was ich vermisst habe, und zwar die Autobahn. Das hier direkt die Autobahn vor der schönen Tankstelle, so, da blüht das Autofahrerherz auf. Hier ist gleich der Flughafen, aber jetzt kommt das Besondere. Junge, ich habe hier einfach, das ist ein offenes Bad. Du hast einfach hier die Badewanne neben dem Bett. Das ist geil, das feiere ich wirklich. Ja, Checkout um 12 Uhr. Guten Morgen. Ich habe irgendwie 3 oder 4 Stunden geschlafen. Ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen schlafen, muss ich gucken. Aber jetzt bin ich erstmal wach geworden und guckt euch mal diesen Ausblick an. Ihr werdet euch jetzt sicherlich denken, was ist an diesem Ausblick so besonders? Du siehst einfach nur den Straßenverkehr und Stadt. Wenn man auf einer Insel gewohnt hat, wo nichts wirklich einen Durchmesser hatte, weil die Insel halt einfach nur begrenzt ist,
dann fühlst du das hier so sehr. Es ist einfach so lang und gerade und du siehst, dass es so ausgeprägt ist, weil wir auf dem Festland sind und hier einfach mehr Platz zum Bebauen war. Und das Beste ist, ich habe hier einfach den direkten Blick auf die Autobahn. Das ist einfach dieses Umfeld, wo ich leben möchte. Das hört sich für euch komisch an, aber ich liebe Autofahren so sehr und jetzt hier einfach wieder ganz normal die Autos und LKWs langfahren zu sehen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal LKWs vermisse. Auf Madeira gab es kaum LKWs. Hier sind die wieder ganz normal unterwegs. Das ist einfach der normale Autobahnverkehr und das ist. Ich freue mich bald hier auf dieser Autobahn wieder unterwegs sein zu können. Oh mein Gott, guckt es euch an. Ich bin einfach wieder am Festland. Shoutout geht auf jeden Fall auch raus an diesen Föhn. Der läuft 10 Sekunden und dann überhitzt er und geht aus. Geht einfach nicht mehr an nach 10 Sekunden. Ehrenföhn. Ja, jetzt wird eine schöne Badewanne gegönnt und ich gucke mir irgendwas im Fernsehen an, mal kicken und ja, das ist auf jeden Fall ein einzigartiges Erlebnis. Ich habe sowas noch nie gesehen. Junge, ich bade einfach neben meinem Bett. Wow, lol, die ist undicht. Hört ihr das? Lol. Für mich so reinsetzen, wieder leer. Ich war jetzt doch duschen. So, die Badewanne fühlt sich irgendwie komisch an. Ich habe die ganze Zeit, die knackt übelst rum. Ich habe das Gefühl, dass sie auseinanderbricht und ich das ganze Hotelzimmer überflute. Und das Wasser war auch viel zu kalt eingestellt. Das hat sich am Wasserhahn voll schön angefühlt. Und ich krieg den Stöpsel nicht auf. Ich bin viel zu blöd dafür. Keine Ahnung. Ich habe überall geguckt, wo man den Stöpsel aufmacht. Nächstes Problem, keine Zahnbürste. War natürlich auch sehr schlau. Ich habe auch kein Deo, kein gar nichts, weil ich habe alles in meinen Koffer gepackt, weil sonst hätte man mir das eh weggenommen. Hier Deo und sowas, das hätte ich ja nicht im Handgepäck mitnehmen können. Und ich habe die Koffer auf Durchreise geschickt. Das bedeutet, ich fliege ja zweimal. Ich bin ja nicht nonstop von Funchal nach Deutschland geflogen, sondern ich bin jetzt in Lissabon, der Hauptstadt von Portugal. Und von hier aus fliege ich heute mit Lufthansa. Also ich habe einen 18-Stunden-Zwischenstopp. Habe ich ja schon mal gesagt. Fliege ich mit Lufthansa zurück nach Deutschland und die fragen einen dann, ob man das Gepäck zwischenzeitlich mitnehmen will oder ob die das Gepäck bis nach Deutschland mitnehmen sollen. Ja, und jetzt habe ich halt keine Pflegeprodukte und jetzt sind meine Zähne, fühlen sich übereklig an, aber man, daraus lernt man, das ist Lebenserfahrung. Ey, ich habe mir jetzt irgendwie mal 20 Minuten hier RTL 2 angeguckt und ist das eine. Ich will mich ja nicht intelligent darstellen oder sonst irgendwas, aber ist das eine Verblödungsscheiße? Das ist so, ich weiß nicht, wie ich das damals stundenlang gucken konnte. Also ich habe das gefeiert. Also man hat das immer so aus dieser Position, ja, ich stehe da drüber und mache mich darüber lustig, aber heute finde ich nicht mal das cool. Also das ist ja so ein Dreck. Alter, nie wieder. Ja, also der Zimmerservice ist sowas von laut. Ich weiß nicht, was die hier machen, aber die bummern jetzt das. Ich weiß nicht, ob das Zimmerservice ist oder irgendwelche Handwerker, die hier halbe Inneneinrichtung von dem Zimmer raushauen. Was ist denn hier los? Ich also bam, bam. Leute, was ist das? So, Hotelzimmer ist verlassen. Jetzt geht's weiter. Jetzt muss ich leider den Mundschutz tragen, durch den ich keine richtige Luft bekomme. Aber das andere Ding ist mir einfach kaputt gegangen. Ich habe das so zusammengeknotet, aber das sieht dann so komisch aus. Und deswegen jetzt erstmal zu Null. Da wo ich hinhöre, zur Null. Ja, dann werde ich jetzt erstmal schön ausschicken, wa? Na gut, ich meine, es sind zwar nur 500 Meter bis zum Flughafen, aber im Rucksack hab ich ungefähr 4.500 Euro an Equipment und ich weiß nicht, ob ich das unbedingt provozieren möchte. Das ist halt das Eklige, sonst würde ich da jetzt einfach durchrennen. Das andere Problem ist natürlich, ich bin jetzt ausgecheckt und mein Check-in ins Flugzeug ist erst um 15 Uhr. Das bedeutet, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt noch 3 Stunden machen soll. Ja, ich glaube, ich steige jetzt einfach in den Bus ein. Ah, RL, Alter. Schönes Real Life. Ich habe eine gute Nachricht. Ich bin jetzt am Flughafen. Ich muss jetzt hier noch irgendwie 2,5 Stunden oder so Zeit verbringen. Aber man konnte hier eine Maske kaufen. Das ist so eine normale Einwegmaske mit 2 Alkoholpads und Handschuhen, die ich eh nicht benutze. Hat gerade mal 5,70 gekostet. Vor der Krise hast du die Dinger wirklich, die haben 20 oder 30 Cent gekostet. Ich verkaufe dir die Dinger für 5,70 Euro. Ich war mal klar, wir sind am Flughafen, aber Junge, schützen können sich nur die Reichen oder was? Was ist das halt? Also ich weiß nicht, in was für einer Situation man sonst mal so einen Blick hat. Guck mal, wie viele Gepäckbänder hier sind. Wie viele Leute hier gleichzeitig normalerweise abgefertigt werden können. Niemand. Niemand. Ganz wenige Leute. Das ist schon einzigartig, was man hier so sieht. Ich glaube, Lissabon ist schon ein ziemlich großer Flughafen. Also ist das schon ein riesiges Ding. Jetzt bin ich durch die Sicherheitskontrolle gekommen, ohne dass mein Rucksack kontrolliert wurde. Ich finde es interessant, wie sehr Ermessenssache das auch immer noch ist, also dieses Sicherheitsthema. Manche sehen in meinen Rucksack irgendwelche Werkzeuge, die eventuell gefährlich werden könnten, und andere lassen es einfach durch.
das was mit dem Erfahrenheitsgrad zu tun hat, dass man sich irgendwie als neuer beweisen muss. Ach, guck mal hier, ein Rucksack voller techniker Geräte, das müssen wir alles rausholen. Jetzt bin ich auf jeden Fall durchgekommen. Ich bin froh, dass ich nicht nochmal alles auspacken muss. Und jetzt geht's hier in den Duty Free Store. Ich habe mir gerade eine Cola vorher geholt vor dem Check-in, also vor dem Sicherheitskontrolle und habe jetzt einen halben Liter Cola weggeschmissen. Hey, das ist überhaupt nicht gruselig. So gar nichts. Bin ich überhaupt richtig? Nö. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich dafür geben würde, jetzt mit so einem Ding hier einfach die Gänge rauf und runter zu fahren. Junge, kann man das machen, wenn man fast 1000 Euro für den Flug zahlt? Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich 1000 Euro für den Flug gezahlt habe und mir das extrem doll wehtut, aber ich unbedingt nach Hause wollte? Aber das sieht schon... Boah, Alter. Mal so einen Anblick hast du normalerweise auch nicht. Die sind ja alle drin. Oh, scheiße. Mal, da hinten sieht man es auch. Da sind diese ganzen Flügel. Oh nein, der fokussiert falsch. Seht ihr hier? Das sind alles so einzelne Flügel von hier oben. Da stehen bestimmt 20 Flugzeuge oder so rum, die alle nicht genutzt werden. Krass. Ja, ganz kurzes Update. Ich bin nun seit 3 Stunden am Flughafen. Macht Spaß. Man kann sich unterhalten. Leute, irgendwas geht an meinen Kopf nicht rein. Wir sind nur Portugiesen und die wollen alle nach Frankfurt. Wieso will man zur heutigen Zeit nach Frankfurt? Ich habe hier keinen einzigen Deutschen gesehen. Das sind alles Portugiesen. Das sind bestimmt 100 Portugiesen. Ja, ich will es jetzt nicht nochmal sagen, aber wieso wollen die alle jetzt nach Frankfurt? Ich raff's nicht. Ich dachte, hier ist alles voller Deutsche. Ich sehe nicht einen Deutschen. Ich bin übrigens Real Talk der Einzige am ganzen Flughafen und hier stehen 120 Leute oder so jetzt, der kurze Sachen anhat. Und ich glaube, die gucken alle so, weil ich immer noch so dieses Madeira-Outfit habe. Mein Flug nach Hause. Ich grüße Sie, Captain. Oh, man sieht niemanden. Ich komme mit meinen kindlichen Gedanken immer noch nicht darauf klar, dass dieses Riesending einfach in der Luft schweben kann. Und dann dazu irgendwie noch 200 Menschen oder so laden kann. Alter Schwede. Oder? Irgendwie eine komische Vorstellung. Naja, egal. So, ich habe gerade noch einen Deutschen getroffen, haben uns noch ein bisschen nett unterhalten miteinander. War mal ganz schön. Ich glaube, das war mein erstes Gespräch nach 1,5 Monaten außerhalb von Simon mit einem Deutschen. Jetzt habe ich voll ewig in der Schlange gestanden, bis er mir gesagt hat, dass ich ja Premium bin und einfach vor kann. Ja, interessant. Influencer. Ja, so sieht jetzt die Position für die nächsten 3 Stunden aus. Bin ich mal gespannt. 2 wunderbare Fenster zum Rausgucken, das ist schön. Ja, ich bin jetzt ganz schön ausgelaugt, weil ich jetzt schon irgendwie 3 Stunden oder 3,5 Stunden am Flughafen war. Jetzt nochmal 3 Stunden Flug hier. Ja, wird schon gut gehen. Doppelpiece. Jetzt sitze ich fast ganz vorne und die ganze Zeit gucken Leute so auf meinen Sitz und ich habe Angst, dass irgendwer sich jetzt neben mich sitzt oder sowas. Aber ich glaube, das geht nicht. Keine Ahnung, trotzdem habe ich Angst. Ey, das wäre jetzt ein Horror. Stell mal so ein schreiendes Kind neben mir die ganze Zeit. So richtig quengeln, dass ich so Angst habe vom Flug. Junge, 3 Stunden. Junge, chilligster Flug, einfach die gesamte Reihe, niemand, der mich dämlich angucken kann, alles für mich hier, yeah. Du musst dir einfach vorstellen, bevor ein Flug losgeht, sagen einem die Stewardessen immer, dass man nicht rauchen darf. Das bedeutet, es gibt Menschen, die davon ausgehen, dass wenn sie in einem Flugzeug einsteigen, dass sie hier einfach rauchen können. Digga, was ist das? So, Portugal. Du warst 4 Monate lang meiner Heimat. Jetzt ist es viel zu laut, um dieses Video aufzunehmen, weil das Flugzeug genau jetzt startet. Ich werde jetzt hier nochmal kurz festhalten, wie wir abheben und ich somit endgültig das portugianische Festland verlasse. Was habe ich denn für einen Müll? Alter, das drückt gerade so auf den Ohren. Junge, Junge, so sieht das aus, wenn ein Flugzeug startet. Und so hört sich's an von innen. Alter, sieht das geil aus. Halleluja, Junge, das ist, als ob da ein Fußballstadion ist, what the fuck, oder irgendein Stadion. Alter, wie riesig ist denn das hier? Ich hab das immer viel kleiner in Erinnerung gehabt. Naja, ich quatsche euch nicht weiter vorher, das Video geht eh wieder 400 Minuten. Das ist süß gemacht, ich habe gerade mein Essen bekommen. Natürlich sieht jetzt nicht so krass aus, aber ein kleines Brötchen. Und ich reise nicht mehr alleine, sondern mit der Elisabeth. Ach, Elisabethen, okay, hat sich erledigt. Naja, aber ein süßes Brötchen und Kuchen. Junge, hier einfach Brötchen aufschneiden und essen, als ob nichts wäre, so auf 100 Milliarden Kilometer Höhe. Alter, okay, das sieht geil aus. Junge, dieser Kontrast, fressen. Oh mein Gott, ohne Flugzeug wäre ich tot.
fressen. Ja, ich bin einfach hin und weg. Hier war so kleine Schokolade drin. Das sah so unscheinbar aus. Ich dachte, das ist nochmal Butter. Und dann ist hier so kleine Schokolade drin, die schmeckt so geil. Oh mein Gott, ich will nichts anderes mehr in meinem Leben essen, außer das. Feine Butter. Oh Mann, ey, ich muss zugeben, langsam werde ich ein bisschen aufgeregt. Ich bin einfach bald wieder in Deutschland. Ich freue mich sehr. Oh mein Gott. Das erste Mal nach 4 Monaten wieder Deutschland sehen. Ist gar nicht so besonders. Ich will wieder zurück. Ciao. Warum, wie kann man so unlustig sein? Warum habe ich überhaupt Abonnenten? What the fuck? Die Autobahn. Frankfurt. Oh, gelandet. Noch kann viel Scheiße passieren und wir sind... Es kann immer noch was passieren. Aber ich glaube, wir sind... Ja, es kann immer noch was passieren. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wir sind eigentlich schon... Naja, eigentlich kann noch was passieren. Eigentlich kann jetzt immer noch alles anfangen zu werden. Ich mache mich nur lustig darüber, weil ich mich so sicher fühle. Ja, Junge, gleich wieder deutscher Boden unter den Füßen. Nice. Ah, Conda, ihr könnt mich mal wirklich. Ich will meine 150 Euro wieder haben. Junge, ich bin endlich wieder auf deutschem Boden. Ich kann es nicht fassen. Ich bin in Frankfurt auf deutschem Boden und es fühlt sich so schön an. Ich meine, ich habe Portugal echt genossen, die 4 Monate, aber es ist auch einfach wieder schön zu wissen, dass man jetzt zu Hause ist. Und das macht alles tatsächlich einen relativ normalen Eindruck hier. Also außer dass, lol, hier tragen wirklich einige Leute keine Maske. Ja, die ganzen Verschwörungstheoretiker hier in Deutschland. In Portugal macht keiner Faxen, da haben sie es zu tragen. Ansonsten kommt der Knüppel. So, ich hoffe jetzt einfach nur, dass ich mein Gepäck finde, weil ja, der Frankfurter Flughafen ist sehr groß und ja, es ist alles sehr weitläufig, wie ihr hier sehen könnt. Ich glaube, das hier ist nicht mal 10% von dem, was man hier sonst hat. Also ich kriege keine Luft durch diese Scheißmaske. Erster Eindruck von Deutschland. Mir wird hier zu viel gehustet, Alter. Mir wird hier eindeutig zu viel gehustet. So, nachdem ich ungefähr 1 Kilometer gelaufen bin, scheine ich jetzt das Gepäckband gefunden zu haben und in 7 Minuten soll das Gepäck kommen. Wirklich, das verwirrt am Anfang. Ich meine, es war alles ausgeschildert, aber wirklich vom Flugzeug bis hierher sind bestimmt wirklich 600, 700, 800 Meter. Das ist voll gruselig. Ich hoffe, ich finde einfach nur mein Gepäck und dann bin ich stolz. Dann bin ich selbstständig und dann werde ich es immer wieder machen und so auf übelst erwachsen tun, weil ich habe es schon einmal gemacht. Ich warte immer noch auf den Moment, wo irgendwer denselben Koffer hat wie ich und ich ihn so schlagen will, weil ich denke, er will meinen Koffer klauen. So, jetzt sollte es langsam kommen. Wir warten ja natürlich alle gespannt auf unser Gepäck und dann geht's gleich los. Mein Gepäck hat es unbeschadet geschafft, nach Deutschland zu kommen. Ehre. Junge, was wir gemeinsam schon alles erlebt haben. Ich glaube, ich habe noch keine Reise ohne das Ding gemacht. Ich weiß noch, meine allererste Reise habe ich mir das Teil geholt und seitdem, naja, ist er auch schon ein bisschen kaputt, aber er ist da. Wieso habe ich das jetzt reingemacht? Ich muss jetzt los. So Leute, es ist der Moment. Ich bin wieder auf den deutschen Straßen unterwegs und das habe ich einem Mann zu verdanken, der mich abgeholt hat in voller Ehre. Und zwar Social Distancing, der Jan von Ausfahrt TV. Eigentlich gibt es ja nur noch einen jetzt, weil braucht man ja gar nicht mal Jan von Ausfahrt TV sagen, weil ihr wart ja mal zwei, weißt du, deswegen hat man immer so der, aber jetzt bist du ja halt Ausfahrt TV, es gibt ja keinen anderen mehr. Der ist ja Ausfahrt TV. Erstmal mega große Ehre geht raus an ihn. Für die Leute, die sich vielleicht nicht mehr erinnern können, das ist der, mit dem ich damals den Madeira Roadtrip gemacht habe. Ich habe übelst Bock darauf, das wieder zu machen. Also nicht nach Madeira, aber irgendwo anders hin. Ja, ein paar Tage warten, aber ja. Ja, aber generell habe ich wirklich mega Bock darauf. Deswegen, aber ich will hier einfach nur mal eine kurze Frequenz einspielen, wo ich mich bei dir bedanken will. Also ich habe es gerade auch schon privat gemacht, da habe ich mich bedankt, aber ich will auch einfach, dass ihr wisst, dass er ein übelster Ehrenmann ist und wegen mir. Wie viel Kilometer fährst du heute wegen mir? Sag mal. 600. Er fährt 600 Kilometer, er ist 300 Kilometer mit dem Auto hergekommen, holt sich ein Mietauto und fährt wieder zurück. So, weißt du, wie eklig ich mich da fühle? Aber der lässt sich auch nichts einreden. So, ich wäre am liebsten mit ihm zurückgefahren, aber ich fühle mich schlecht. Social Distancing. Ja. Außerdem musst du mal wieder selber fahren hier. Ja, und das muss ich irgendwann gut machen. Also folgt ihm. Nee, aber wirklich, also ich könnte keine zwei Leute nennen, die sowas für mich machen würden. Real Talk.
Nein, es ist einfach so. Du fährst 600 Kilometer für mich. Du bist auch ein viel beschäftigter Mann. Ist doch einfach Auto, mal so. Die hat eine Familie. Die hat, so gesehen ein eigenes Unternehmen. Das muss erhalten werden. Und der nimmt sich so viel Zeit für mich, mich einfach abzuholen. Du zahlst mich jetzt nicht, oder was? Das klären wir nach dem Video. Steht das noch über jetzt mach das Video nicht un... Alles klar. Vlog. Leute, es sieht zwar wie Sau aus in dem Auto, aber das ist das Auto, welches ich 4 Monate lang vermisst habe. Oh mein Gott, das ist einfach mein Zuhause. Ich will nicht mehr als dich haben. Ich möchte dich küssen. Ich würde mir wünschen, dass du... Du hast Gefühle, aber du zeigst sie nicht. Wenn du Gefühle zeigen würdest, würde ich den ganzen Abend mit dir rummachen. Ich liebe dich. Oh, wir werden so viel zusammen fahren heute und Musik hören. Oh Mensch, ey. Ich bin jetzt knapp 1,5 Stunden gefahren. Ich stehe jetzt hier kurz an der Aral, will mir was zu trinken holen. Gucken, ob man überhaupt reinkommt. Kein Plan. Aral, beste Tankstelle. Preise gehen gerade auch gut klar durch die Krise. Und ja, es ist irgendwie sehr merkwürdig, so viel Strecke wieder fahren zu können, weil ja, auf der Insel ist man halt 30 Minuten gefahren und dann war man am Ende, aber jetzt fährt man halt einfach und es passiert halt nichts. Du guckst aufs Navi und hast immer noch 400 Kilometer vor dir. Ich muss übrigens noch 400 Kilometer fahren. Ja, geil. Ah, ja. Das gewohnte Leben, es geht wieder los. Ich freue mich sehr. Und ja, der Preis kommt zustande, weil ich Ultimate Diesel tanke. Bitte blamet mich nicht. Ich habe einfach ein besseres Gefühl. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich mein Auto dabei irgendwie was Gutes tue, wenn da irgendwelche Additive mit in diese Treibstoff mit drin sind. Frag mich nicht. Egal. Oh, Junge, wie ich aussehe. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin wieder zu Hause. Mein Sparschwein. Ist da noch Geld drin? Oh ja, das ist prall gefüllt. Wow. Mit 1 und 2 Cent Stücken. Und die Luca-Pizza im Hintergrund. Ja, keine Ahnung. War ein schöner historischer Moment in meiner YouTube-Laufbahn. Also ich bin jetzt auf jeden Fall mega fertig. Also ich habe auch nur ganz wenig geschlafen, dann 3 Stunden Flug, auch dieses Hin- und Hergelaufe am Flughafen und jetzt nochmal 6 Stunden Autofahrt nach Hause. Ich dachte eigentlich, dass ich heute da bleibe nochmal, aber jetzt habe ich es doch durchgezogen, jetzt bin ich zu Hause. Mama hat ja auf meine Wohnung aufgepasst in der Zeitung und die hat voll viele Sachen gemacht, das finde ich voll süß. Also erstmal komplett wieder aufgeräumt, also es war davor, ja schon wieder, ging schon wieder in eine falsche Richtung. Die hat voll viele Sachen hier gemacht. Finde ich süß. Naja. Damit hat sich die Madeira-Sache komplett erledigt. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Und ich hoffe, ich verfalle nicht wieder in meinen Alltag. Leute, glaubt mir, ich bin nicht interessiert daran, wieder in dieses alte Muster zu fallen. Ich will einfach besser werden. Und ich werde mich auch morgen gleich mit Leuten auseinandersetzen, um mich ins Fitnessstudio anzumelden, um mit denen gemeinsam zu gehen. Weil ich werde das nicht wieder, so sausen lassen. Ich habe einfach Bock durchzuziehen, das fühlt sich auch für den Körper einfach so schön an und all das, was ich mir erarbeitet habe, werde ich mir nicht kaputt machen, indem ich hier wieder anfange, nur rumzusitzen und Essen zu bestellen oder zu McDonald's zu fahren oder sowas. Na gut, Leute. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Euer Tanz zu dem Verbot.